Bis er fertig ist mit Zählen, konzentrieren wir uns auf die nächsten 25 Minuten. Wir werden, nachdem wir den vorläufigen Zwischensieger, den König des Einwandbehandlungsspiels gekrönt haben, zwischengekrönt haben, werden wir uns anschließend mit den Abfangformulierungen beschäftigen. Warum wir im Seminarfahrplan so viel Zeit dafür eingeräumt haben, liegt möglicherweise daran, dass das der Punkt ist, den wir nicht ganz genau angeschaut haben. Das ist viel schneller erklärt, als dort an Zeit vorgesehen gewesen ist. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens gibt es nicht so viele Klassen. Ich habe hier mal 5 spannende Klassen aufgeschrieben, nämlich Einwände in Meinungen umwandeln, Einwände in Fragen umwandeln, Einwände verallgemeinern oder universalisieren, Einwände in Überraschungen umwandeln oder Einwände zeitlich limitieren. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Methoden. Viele dieser Methoden findet ihr in dem Download Vertrauensaufbau. Dort sind nämlich, dort könnt ihr alle Techniken kennenlernen, die zur Verallgemeinerung, zur Limitierung oder zur Umwandlung, die zur Abfederung von Einwänden hilfreich sind, denn bei all diesen Techniken handelt es sich um Techniken des Vertrauensaufbaus. Wer also möchte, dass in Zukunft, wer dort noch flexibler werden möchte, der noch mehr Gas und Druck rausnehmen möchte, bevor er irgendeinen Einwand behandelt, der konzentriert sich in Zukunft auf die Technologien des Vertrauensaufbaus. Dort gibt es über 150 unterschiedliche Sprachmuster. Viele sind sehr leicht zu durchschauen. Wir haben auf dem oder in dem Kurs Vertrauensaufbau gibt es auch ein riesen Package an Beispielformulierungen. Dort, spätestens dort, wirst du feststellen, wow, das kann ich ja alles zur Einwandbehandlung benutzen. Bevor ich den Einwand behandle, knete ich ihn erstmal ein bisschen weich, indem ich ein bisschen ablenke, ein bisschen da verschiebe, ein bisschen was ranklebe oder ein bisschen was unterfüttere oder ein bisschen bunt anspritze. Das sind alles so die Bilder, die mir dabei einfallen. Oder erstmal ein Duftkerzchen anzünden, ein bisschen Verständnis reinwedeln, ja, und so weiter und so fort. Das sind alles so kleine Vorbereitungsmaßnahmen, damit der Einwand nicht wie ein kaltes Taschentuch ins Gesicht fliegt, sondern wie ein warmer Mantel wirkt. Ja? Achtung, das kann man jetzt nicht messen. Ihr werdet es fühlen, unangekündigt werdet ihr es fühlen. Mensch, sind wir aber jetzt gerade sanft in die Einwandbehandlung geglitten, sodass man gar nicht spürt als Kunde, dass man sich inmitten der Einwandbehandlung befindet, die der Verkäufer sanft eingeleitet hat. Ja. Fertig mit Zählen? Alle Ihre Kassenbestände erfasst. Wunderbar. Wer hat mehr als 10.000? Mehr als 11.000? Mehr als 12.000? Mehr als 13.000? Du darfst aufstehen und dir deinen Applaus abholen als Zwischenkönig. Danke, Robert. Ja, woran das wohl liegt? Das ist eine Mischung aus Glück und Sprachvermögen. Wie viel von Glück, wie viel von Sprachtalent dabei ist? Keine Ahnung. Es ist einfach so, dass alle die gleichen Voraussetzungen haben und wir davon ausgehen können, dass es 1, 2, 3, 4, 5 oder mehrere kleinere und größere Gründe zu geben scheint, die einen Kassenbestand, die dich als vorläufigen Meister identifizieren. Genau, also man braucht nur oft genug aufs Bonbon zu kommen. Ja, das kann man ja nicht beeinflussen. Ja, also haben alle die gleichen Chancen und die gleichen Hindernisse, die sie zu überwinden haben. Okay, also. Einwände in Meinungen verwandeln. Ich gebe hier nur ein paar Beispiele. Für euch heißt das jetzt im Trainingshandbuch Christian Seite, können wir da hinblättern? Gibt es da vielleicht irgendeine Seite, wo ihr euch Notizen machen könnt? 20?
22, Seite 22. Wir machen jetzt Folgendes, ich gebe euch ein paar Beispiele, erläutere euch, welche Möglichkeiten es gibt. Wir halten uns da gar nicht lang auf. Warum nicht? Das ist so ein großes, umfangreiches Thema. Wenn wir es gründlich anschauen. Dass wir so viel Zeit brauchen würden, dass es hier der falsche Seminarort wäre, weil ihr es im Rahmen der Techniken für den Vertrauensaufbau sowieso in- und auswendig lernt. Deshalb, damit ihr wisst, A, ihr macht das vielfach schon richtig, euch bewusst werdet, was ihr da eigentlich tut und dass das gut ist, und B, eine Ahnung bekommt, welche Möglichkeiten auf euch warten und natürlich schon die ersten Beispiele bekommt, die ihr ausprobieren könnt. Ja, deshalb die fünf einfachsten Muster,